Im Rahmen des letzten Pubquiz des Jahres verwandelte sich der Stadtsaal Traiskirchen in einen Schauplatz besonderer Solidarität. Kurz vor den Feiertagen fand ein Charity-Pubquiz statt, bei dem die Besucherinnen und Besucher ihr Wissen für einen guten Zweck auf die Probe stellen konnten. Seit einem Jahr gehen wir regelmäßig auf dieses Pubquiz und das gefällt uns ganz einfach. Wir sind alle gern gewissen und ja, macht ganz einfach Spaß. Der Stadtsaal Traiskirchen verwandelte sich knapp vor Weihnachten in einen besonderen Ort, als das letzte Pubquiz des Jahres stattfand. Teams mit 2 bis 8 Personen nutzten nicht nur die Gelegenheit, ihr Wissen zu präsentieren, sondern engagierten sich auch aktiv für den guten Zweck. Die Idee grundsätzlich ist ja, weil wir ein Pub haben, also gleich gegenüber, und das Pubquiz an sich ja eine Institution schon ist bei uns im Pub. Und zu Weihnachten merken wir heute, dass die Nachfrage dann auch noch größer ist. Und in Verbindung mit Weihnachten und Gutes zu tun, ist es natürlich perfekt. Wie genau kann man sich denn so ein Pubquiz vorstellen, wenn man jetzt vielleicht noch nicht davon gehört hat? Ja, also wir haben 40 Fragen heute vorbereitet für unsere Besucher. Es sind 18 Teams heute da, zwischen 2 und 10 Leute sind die Teams. Also es geht bunt durch den Gemüsegarten heute mit den Fragen. Statt eines festen Startgelds entschieden sich die Teilnehmer großzügig für freiwillige Spenden, die zu 100% sozial schwächeren Familien in Traiskirchen zugutekommen. Wir spenden heute oder wir sammeln heute für benachteiligte Familien und dass die Kinder auch Geschenke bekommen zu Weihnachten. Also von dem her ist der Anlass eigentlich perfekt, jetzt kurz vor Weihnachten auch das Geld zu spenden für Familien, die es wirklich nötig haben. So gesehen ist es wirklich wertvoll für die Gemeinde, weil Geld zusammenkommt für Bürger von dieser Gemeinde, für Kinder dieser Gemeinde und so gesehen eine ganz wertvolle Veranstaltung. Es ist sicher vor allem für viele Familien wichtig jetzt, dass eben der Zusammenhalt da ist und es geht halt vielen eigentlich eh relativ gut und da ist halt schön, wenn dann die was Gott sei Dank gut, also denen es gut geht, die Leute unterstützen, die weniger haben und das ist halt vor allem bei uns da beim Pubquiz sehr zu spüren und das freut uns extrem. Hat man sich denn heute auch ein bisschen vorbereitet auf die Fragen? Nein, eigentlich nicht, nein. Entweder weiß man es oder man weiß es nicht. Also wirklich vorbereiten kann man es ja nicht. Sie machen immer die Fragen so, dass man sich nicht vorbereiten kann. Das Gute am Pubquiz ist, dass wir ja sowohl zu Fasching als auch im Sommer als auch zu St. Patrick's Day immer wieder das Thema anpassen und wie man sieht, auch optisch und auch fragentechnisch angepasst wird schlussendlich. Ja. Mit wie vielen Menschen wird da heute Abend gerechnet? Ja, eben mit ca. 200 Personen. Wir haben circa sonst immer so um die 70 bis 80 im Pub drüben und heute halt dadurch, dass es auch für einen guten Zweck ist, sind natürlich Gott sei Dank auch mehr Leute heute da. Das Charity Pubquiz erhielt einen besonderen Glanz durch die Mitwirkung zahlreicher Prominenter aus Kultur, Sport und TV, die per Video knifflige Fragen beisteuerten. Ich sage es immer wieder, es ist Gemeinschaft, die Menschen kommen zusammen, können sich austauschen, haben Spaß miteinander und das ist das Allerwichtigste zurzeit. Wir merken, die Leute haben das angenommen. Wir sind ausreserviert gewesen schon vor 2, 3 Tagen. Und ja, besser geht es eigentlich nicht. Wir könnten das natürlich auch noch ausweiten. Aber ich sage mal, für jetzt ist das alles super. Es kommt sicher eine schöne Summe zusammen. Und ja, was will man mehr? Perfekt.